Pflanzen anbinden im Garten, damit sie nicht auseinanderfallen und auch nicht vom Wind umgeweht werden. Das ist Alltagsgeschäft für den Gärtner. Und dafür gibt es die verschiedensten Materialien. Vier super Materialien habe ich gleich hier. Das ist einmal der Winzerdraht. Der kommt von den Weinbauern. In der Mitte ist ein kleiner, ja, 0,5 mm starker Eisendraht, Papier ummantelt. Dann haben wir Naturmaterial Bast. Das kommt von der Raffia-Palme. Extrem reißfest. Dann haben wir Profi-Material aus der Baumschule. Eine Hohlschnur, die ist extrem haltbar und biegsam. Und innen drin hohl. Und last but not least, Kokosstrick. Der ist für ganz besondere Fälle. Auch ein Naturmaterial. Ja, und jetzt zeige ich euch, was man wofür braucht. So ein alter Rosenstock wie der hier, den kann man wunderbar mit der Hohlschnur festbinden. Also Hohlschnur, dieses flexible Material, das ist ideal für Gehölze. Immer dann, wenn die Gefahr besteht, dass mit den Jahren die Schnur einwachsen könnte, dann nimmt man diese Hohlschnur. Denn die geht mit und die würde niemals einwachsen. Außerdem ist der Vorteil, dass sie auch noch nach Jahren wieder leicht gelöst werden kann. Für so einen Fall hier wie diese Staude, eine schöne Malve, die so auseinanderfällt, da ist Bast das richtige Material. Ich habe das jetzt hier mal aufgefächert und zusammengebunden. So kann man sich das auch gut hinhängen in die Gartenhütte. Mit Raffia-Bast werden wir diese Staude jetzt zusammenbinden, damit sie wieder hübsch aussieht. Also muss ich erstmal alle Stängel einfangen. Einmal ganz rum. Und dann werden wir den hier vorne zusammenbinden. Das Schöne ist, Raffia-Bast ist wirklich ein Naturmaterial, was ganz lange hält, aber nicht künstlich aussieht im Garten und leicht wieder aufzuknoten ist. Ja, und jetzt steht sie doch. Wunderbar, unsere Staude. Das ist Wein und für Wein ist ideal der Winzerdraht. Der ist halt aus Metall, lässt sich aber leicht mit der Schere schneiden. Die Scheren haben übrigens extra hier so eine kleine Kerbe. Das wissen viele gar nicht. Da muss der Draht rein und da kann man auch dickeren Draht leicht mit durchschneiden. Ja, und mit dem Draht lässt sich ganz einfach so eine Weinranke in Windeseile anbinden. Hier machen wir nochmal einen hin. Das Praktische ist, wenn dieser Draht dann einfach mal abgeschnitten wird, kann er im Boden verwittern. Besteht nur aus Papier und Metall. Jetzt ist der Kokosstrick dran. Da müsst ihr mal mitkommen, das ist für Spezialfälle. Hier seht ihr schon, hier steht ein Apfelbaum, aber der steht nicht richtig gerade. Der Pfahl ist schon eingeschlagen und für solche Fälle, wenn man einen Obstbaum fixieren will oder überhaupt irgendeinen Baum, dafür ist der Kokosstrick das Richtige. Also wir nehmen ein armlanges Stück Schnur, Kokosschnur. Die lässt sich ganz gut mit der Schere schneiden. Und jetzt funktioniert das folgendermaßen. Der Baum muss gerade ausgerichtet werden, also wir merken uns, auf der Höhe müssen wir den anbinden. Als erstes wird der Kokosstrick am Pfahl angebunden und wir lassen so ein Stück überstehen. Das brauchen wir nachher noch. Jetzt ziehen wir uns den Baum in die richtige Position und dann geht es in einer Acht um den Pfahl und um den Baum. Korrigieren. Und jetzt ziehen wir den Rest unseres Stricks als kleinen Steg um die Mitte der Acht. Das ist genau der richtige Abstand. So, und das Endstück, hier haben wir es wieder, wird jetzt verknotet. Wichtig ist, dass man nächstes Jahr auch gucken geht und die ganze Sache nochmal kontrolliert. Ob der Baum noch immer richtig sitzt oder ob man die Sache noch mal korrigieren muss. Aber das ist jetzt eine super feste Verbindung.